Willkommen zurück, Leute, zu MCP Redstone Mechanics. Heute gibt es Hebel, einige davon, nicht nur da, sondern auch da. Es geht nämlich um Redstone Gates, um Gatter, Logikgatter. Ja, ich habe hier mal, ich weiß gar nicht, wie viele das sind, verdammt, ein paar Gatter aufgebaut. Die meisten davon sind recht nützlich in Redstone-Schaltungen. Und wie sie funktionieren, zeige ich euch nach dem Intro. So Leute, da bin ich wieder. Das erste Gatter ist nicht als solches zu erkennen. Viele sagen, es ist kein Gatter, sondern einfach nur ein Hebel. Es ist ein Gatter. Ein I-O-Gate, ein An-Aus-Gatter. An-Aus, ist logisch. Input, Output. Kein Input, kein Output. Ganz logisch, oder? So, das zweite Gatter ist im Grunde dasselbe, nur mit einer Redstone-Fackel dran. Das ist ein Not-Gate oder ein Not-I-O-Gate. Ein Nicht-Gatter oder ein Nicht-An-Aus-Gatter. Ausgatter. Input, kein Output. Output. Kein Input, Output. Also einfach verdreht. So, das nächste Gatter ist ein AND-Gate, ein UND-Gatter. Wenn man das erste aktiviert, ist kein Output. Wenn man das zweite aktiviert, auch kein Output. Nur wenn man beide aktiviert, gibt es ein Output. Es ist ganz leicht gebaut. Hier drei Blöcke mit einem Redstone drauf, zwei Redstone-Fackeln und noch eine Redstone-Fackel. Und das war's dann im Grunde schon. So, jetzt nochmal die Not-Version vom AND-Gate, also ein NAND-Gate, ein Nicht-Und-Gatter. Es gibt ein Input, es gibt ein Output. Es gibt zwei Inputs, es gibt kein Output. Und kein Input gibt es ein Output. Im Grunde dasselbe, nur mit noch einem Not-Gate dran. Man könnte diese beiden Fackeln hier einfach weglassen. Da hat man auch ein Not-Gate, ein NAND-Gate. Aber ich habe es mir so dran gelassen, damit man es vielleicht besser kapieren kann. So, als nächstes ein OR-Gate. Ganz simpel, eine Redstone-Schnur. Wenn es ein Input gibt, gibt es ein Output. Beim zweiten Input gibt es immer noch ein Output. Nur das zweite Input, ein Output. Nur wenn kein Input da ist, gibt es auch kein Output. Hier dasselbe, nur mit einem NOR-Gate, einem Nicht-Und-Gatter. Wenn es ein Input gibt, kein Output. Zwei Inputs, kein Output. Dann das zweite, beim zweiten Input, kein Output. Nur wenn es kein Input gibt, gibt es kein Output. So, die nächsten vier Gatter sind ein bisschen schwer zu erklären und auch selten genutzt. Deshalb macht euch keine Sorgen, wenn ihr das nicht verstanden habt. Nämlich A imply B. A bezieht sich auf B. Ist im Grunde ganz einfach. A, anschalten, ausschalten. Input, kein Input. Beim B ist es ein bisschen schwerer. B braucht nämlich eine Berechtigung von A. Wenn A aktiviert ist, kann B entscheiden. Aber wenn B aus ist, kann B gar nichts machen. Nochmal dasselbe hier mit dem Not Gate, also Not A imply B. Hier können wir wie beim NAND-Gate beide Redstone-Fackeln einfach weglassen, dann würde es auch dasselbe ergeben, aber egal. Also wenn A aktiviert ist, gibt es kein Output. Wenn B auch noch aktiviert ist, gibt es ein Output. B kann jetzt entscheiden, ob es ein Input gibt oder nicht. Aber wenn A deaktiviert ist, gibt es immer ein Output. Nochmal dasselbe mit B imply A, also B bezieht sich auf A. A kann nichts machen. B kann an- und ausschalten.
Wenn aber B aktiviert ist, kann A entscheiden. Nochmal dasselbe mit dem Not-Gate am Ende, kann man wieder beide Redstone-Fackeln weglassen. Genau dasselbe mit B. B kann an- und ausschalten. A kann nichts machen, außer B ist aktiviert. Dann kann A entscheiden. Die vier sind nicht unbedingt nötig. Benutzt man nur selten. So, die letzten zwei sind etwas größer, nämlich die exklusiven Oder- oder die nicht exklusiven Oder-Gatter. Einmal XOR-Gate und XNOR-Gate. Man schaltet A ein, es gibt ein Output. Man schaltet B ein, es gibt kein Output. Man schaltet nur B ein, es gibt ein Output. Man schaltet nichts ein, kein Output. Dasselbe nochmal hier. Man schaltet A ein, es gibt kein Output. Man schaltet B ein, es gibt ein Output. Man schaltet nur B ein, es gibt kein Output. Man schaltet nichts ein, es gibt ein Output. Die beiden hier kann man natürlich noch ein bisschen kompakter bauen. Ja, ich habe es erstmal so gelassen. Dann versteht man es vielleicht auch besser. Nämlich, wenn man das hier aktiviert, wenn die beiden deaktiviert, dadurch, dass dieses Redstone aus ist, wird das hier aktiviert und die Lampe leuchtet. Wenn man beides aktiviert, wird dieses Redstone hier deaktiviert und die Lampe, die Redstone-Fackel, wird aktiviert. Die beiden Redstone deaktivieren dann die beiden Fackeln und es gibt kein Output. Hier dasselbe, nur nochmal. Einmal umgedreht und ja, genau dasselbe. Nur andersrum. Ja, Leute, ich hoffe, euch haben diese paar Gatter gefallen. Ich habe immer noch nicht im Kopf, wie viel das jetzt waren. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 Gatter. Ich hoffe, euch haben diese 12 Gatter gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.